Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Innenminister, es ist etwa ein halbes Jahr her, da haben Sie das Ende der Seenotrettungsoperation Mare Nostrum mit den Worten begleitet, dass das, was als Nothilfe gedacht war, sich als Brücke nach Europa erwiesen habe. Die Bundesregierung hat Italien damals klargemacht, dass diese Brücke für Schutzsuchende in die Europäische Union nicht gewünscht ist und geschlossen werden muss. Ja, Herr de Maizière, Mare Nostrum war eine Brücke. Eine, die vor Ertrinken gerettet hat, und deswegen war Mare Nostrum ein Menschenrechtsprojekt, das bis heute seinesgleichen sucht. Auch in dieser Legislatur haben wir, die Opposition, diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung gehoben gemeinsam. Wir haben gemeinsam parlamentarische Reisen an die Grenzen und in die Krisenregionen gemacht, haben mit Flüchtlingen hier und vor Ort gesprochen, haben Frontex angehört und wir haben Grenzzäune besucht. Und dennoch sind wir seit Lampedusa über das parlamentarische Bedauern nie hinausgekommen. Herr Innenminister, Sie sagen, die Debatte war leidenschaftlich und Sie haben sie auch als ideologisch kritisiert. Und ich frage mich wirklich, wen wundert es eigentlich? Gerade eben haben Sie noch gesagt, Triton ersetze Mare Nostrum, würde sozusagen vom finanziellen Aufwand, aber auch logistisch mithalten können. Triton patrouilliert nur innerhalb der 30-Meilen-Zone mit 8 Booten, 2 Flugzeugen. Deutschland unterstützt das Ganze mit einem Rettungshubschrauber, der noch nicht mal mehr angekommen ist. Wir können doch nicht ernsthaft sagen, dass das gleichzusetzen ist. Und ich sage auch ganz deutlich auf das immer wieder vorgetragene Argument oder diese verquere Sicht auf die Dinge zu sagen, dass Seenotrettung einen Anreiz darstellt, das Fehlen von legalen Einreisewegen aber auf der anderen Seite nicht als Teil des Problems zu sehen, das geht einfach nicht. Diese Menschen, die da fliehen und fliehen müssen, würden bestimmt lieber auf sicheren Wege nach Europa kommen. Die suchen es nicht sich aus, so zu kommen. Und wenn es legale Wege gibt in die EU, steigen Flüchtlinge auch nicht auf seeuntaugliche Boote. Wenn sie nicht mehr auf seeuntaugliche Boote steigen, haben die Schlepper auch keine Geschäftsgrundlage mehr. Wenn Sie mir so weit folgen können, dann wissen Sie eigentlich auch, was die nächsten Schritte sind, nämlich die legalen Zugangswege. Und wenn Sie das nicht überzeugt, dann sei an dieser Stelle vielleicht darauf hingewiesen, dass die Schutzsuchenden im überwiegenden Teil, die zu uns kommen, aus Herkunftsländern stammen, die eine sehr hohe Asylanerkennungsquote haben, 80% bei den Syrern, 60% bei den Eritreern, und wir auch deshalb schon allein zur Hilfe verpflichtet sind und ihnen diese Wege aufzeigen müssen. Und das ist genau das, was dieser 10-Punkte-Plan am Montag bedauerlicherweise komplett vergessen hat. Kein einziges Wort über legale Zugangswege. Und das sage ich, weil das Rad nicht neu erfunden werden muss. Legale Einreisewege gibt es bereits zuhauf. Morgen beraten wir einen grünen Antrag zur weiteren Aufstockung des Syrien-Kontingentes. Das ist ein legaler Weg. Wir wollen mehr Personal in den Botschaften, damit Familienzusammenführungen verbessert werden können. Das ist auch ein legaler Weg der Zuwanderung. Und wir wollen ein höheres Resettlement-Kontingent, auch ein legaler Weg. Und es stimmt natürlich, das ist erwähnt worden in diesem 10-Punkte-Programm. Allerdings, wie kann es eigentlich sein, dass die gesamte EU sich gerade mal auf eine Aufnahme von 5.000 Menschen verständigen kann? Hier wäre echt mal ein Machtwort unserer Bundeskanzlerin in Richtung der anderen Mitgliedstaaten in Brüssel gefragt, und ich hoffe, dass das morgen auch passieren wird. Ein weiteres bedauerliches Ergebnis ist, dass Triton mehr Geld bekommen soll. Wer glaubt, dass das der Seenotrettung dient, der ist echt auf dem Holzweg, denn Triton ist eine Grenzschutzmaßnahme, eine Mission von Frontex, unserer Grenzschutzagentur, und auch die Außenbeauftragte Mogherini hat gesagt, das ist überhaupt nicht primäres Ziel dieser Mission, Menschenleben zu retten. Was wir wollen, ist eine zivile Seenotrettung, eine, die ganz klar nur dieses Mandat hat. Und eine Sache vielleicht noch, weil diese Debatte natürlich nicht mit dem Schlagwort Fluchtursachen bekämpfen auskommt. Und ich finde das auch richtig. Ich finde, es muss natürlich auch unser Anspruch sein, die Situation vor Ort zu ändern, wo wir es denn können, und darüber zu beraten, wie wir Verbesserungen auch in den Transitstaaten erreichen können. Aber das sind natürlich Maßnahmen, die alle in weiter Ferne liegen. Und deshalb sage ich, wir müssen natürlich versuchen,
Also diese Debatte über Aufnahmezentrum oder Externalisierung von Asylverfahren, die stellt sich derzeit gar nicht, weil die Sicherheitslage in Libyen das überhaupt nicht zulässt. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, wir haben vor kurzem eine Mission gehabt, eine EU-Mission, die sich genau mit dieser Frage Grenzschutz von Seiten Libyens aus befasst. Die Europa- und Außenpolitiker werden das wissen. EUBAM, das derzeit nicht mehr operieren kann, weil die Sicherheitslage so dramatisch ist vor Ort, mittlerweile irgendwo in Tunesien hängt, glaube ich, und eigentlich gar nicht mehr arbeitet. Und zu den Herkunftsländern, ja, wir haben das mal im Bereich Eritrea abgefragt von der Bundesregierung. Was heißt das eigentlich, die Lage vor Ort zu verbessern? Und wissen Sie, was das Auswärtige Amt uns auf die Frage geantwortet hat? Die Bekämpfung der Fluchtursachen liege primär in Eritreas Verantwortung. Ja. So macht man keine Flüchtlingspolitik und so wird man die Situation vor Ort auch nicht ändern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Luise Amtsberg. Nächste Rednerin in der Debatte, Erika Steinbach für die CDU-CSU-Fraktion.